Ja, ein herzliches Hallo hier vom Brandenburger Tor in Berlin beim Allianzforum, wo das Hochschulforum Digitalisierung auch seine Geschäftsstelle hat. Wir möchten Sie einladen, mit uns in Diskussion über die Frage, wie eigentlich Hochschulbildung im digitalen Zeitalter aussehen kann, vorangetrieben werden kann, im Austausch zu sein. Und wir glauben, dass die Veranstaltung der Fachhochschule Bielefeld mit Partnern im Oktober dort eine hervorragende Gelegenheit ist. Das ist auch unsere Wahrnehmung insgesamt. Wir hatten hier gerade am 11. und 12. September in Berlin zwei hervorragend besuchte Konferenzen, die sich auch diesen Fragen gewidmet haben. Und ein Key Learning ist dabei, dass es genau diese Präsenz braucht, um mit Partnern, um mit anderen Interessierten, ob das Hochschulleitung, Professoren, Studierende oder weitere Experten sind, dass es dafür den Austausch braucht, die Möglichkeit braucht, voneinander zu lernen, gute Praxisbeispiele zu diskutieren und auch darüber ins Gespräch zu kommen, was es eigentlich als nächstes braucht, um die Digitalisierung nicht als Selbstzweck, aber als einen Mehrwert wirklich nach vorne zu bringen und auch in einer breiten Wirkung dafür zu sorgen, dass die Hochschulen fit gemacht werden und in Zukunft auch bleiben in einer digitalen Zeit mit anderen vernetzt im Austausch. Und insofern wünsche ich viel Erfolg bei dieser Tagung, freue mich, Sie da vielleicht wiederzusehen und auch ansonsten hier in Berlin, wie überall, virtuell und in physischer Form daran und darin im Gespräch zu bleiben.